Beinkraft, wir machen eine Squat Routine, also ein bisschen Beweglichkeit, Hüfte, Sprunggelenke, spezifisch für die Kniebeuge als Warm-up. Danach machen wir den sogenannten Sissy Squat. Ich zeige euch die Anfängervariante und die fortgeschrittene Variante. Und am Schluss haben wir noch Accessory für die Hüfte und auch nochmal ein bisschen Kniebeugebewegung dafür. Squat Routine, 10 bis 20 Wiederholungen pro Variante. Ich zeige jeweils 2-3 Wiederholungen vor, dass wir einfach nicht die Länge des Videos sprengen. Ihr setzt euch in eine tiefe Kniebeuge. Setzt da, wo ihr euch wohlfühlt, ist egal, ob die Zehen rausgucken. Fersen im Idealfall am Boden, wenn ein bisschen hoch geht, ist das auch okay. Hände innerein, wir starten mit Knie nach außen wegdrücken, wem das leicht fällt, darf bis auf die Faust kommen. Nummer 2, rechte Schulter ans rechte Knie und das Knie nach außen wegpushen. Selbe auf beiden Seiten. Dritte, rechte Hand greift das linke Sprunggelenk, ihr rotiert auf und zurück, auf und zurück. Letzte, Hände auf dem Boden, sodass ihr ein Target habt, beugt euch und streckt euch. Beugt euch und streckt euch. Wie gesagt, jeweils 10 bis 20 Wiederholungen, sich die Hüfte in alle Richtungen bewegt. Danach haben wir Sissy Squats. Soll jetzt kein Balance Act werden. Wer es frei kann, darf es gerne frei machen. Wer es nicht frei kann, einfach irgendwo festhalten. Rig, Türpfosten, was auch immer. Hüfte bleibt immer gestreckt. Knie schieben nach vorne Richtung Boden und ihr dürft so weit auf die Zehenspitzen kommen, wie das für euch nötig ist. Normale Kniebeugeposition. Oberkörper lehnt sich nach hinten weg. Ihr geht so tief rein, wie es geht und drückt euch wieder aus. Advanced Variante ist AMRAP, 4 Sekunden runterlassen, 1 Sekunde unten halten, schnell wieder hochdrücken, so viele am Stück wie möglich, 1,5 Minuten Pause, 5 Sätze davon. Beginner Variante, ihr sammelt 20 bis 30 Negativwiederholungen auf. Heißt, super slow motion, ablassen, dann schiebt ihr die Kniebeuge zurück. Und steht normal auf. Ihr habt ganz, ganz viel Druck auf den Oberschenkeln. Seid vorsichtig damit, aber es ist eine richtig coole Übung, um einfach ohne Gewicht wirklich an die Quads ranzukommen. Accessory Work. Imam, erste Minute Glute Bridge, Walkout. Ihr liegt am Rücken, Hüfte wird hoch, ihr watschelt nach vorne raus, Hüfte liegt nicht ab und ihr watschelt wieder zurück. Minute 2. Narrow Stance Squat. Steht so eng, wie ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr könnt, Zehen berühren. 5 Sekunden Weg nach unten. 5 Sekunden Weg nach oben. Lockout und sofort wieder 5 Sekunden Weg nach unten. 5 Sekunden Weg nach oben. Und am Schluss haben wir einen Step-Up-Komplex. Steht vor einer Kiste, Lunge, Step Up, Knie hoch. Lunge, Step Up, Knie hoch. 5 pro Seite, Hüftstabilisation und auch nochmal ein bisschen Kraft. Viel Spaß mit Beinkraft haben.